Wir sind im Familienhotel Mainkrug. Mein Name ist Florian Dietzinger. Wir sind die fünfte Generation, die das Hotel jetzt bewirten. In unserem Familienbesitz seit über 100 Jahren. Familienhotel ist eine Marketingkooperation, das heißt Zusammenschluss aus mehreren Häusern. Mittlerweile sind es 70 Häuser in Gesamteuropa, die sich spezialisiert haben auf Familien mit Kindern. Das bedeutet auch, wir haben viele Häuser mit Schwimmschule. Die Kinderbetreuung ist in verschiedene Altersgruppen aufgeteilt und natürlich von der Verpflegung her kindergerechtes Essen, Speisen, Babynahrung. Hardwaretechnisch sind wir auf die Kinder ausgerichtet mit zwei Kinderclubs. Wir haben zwei Indoor-Spielplätze. Außen haben wir natürlich auch unheimlich viele Spielplätze und ein großes Trampolin. Wir haben einen riesen Buddelkasten draußen. Im Haus haben wir noch ein großes Schwimmbad und ein Kinderbecken. Wir haben mehrere Möglichkeiten für Ausflugsziele. Einmal die betreuten Ausflugsziele, wo ein Kinderbetreuer oder sozusagen ein Guide von uns mitgeht. Das sind zum Beispiel der Reitstall, das ist zum Beispiel der Greifvogelpark, das ist zum Beispiel die Wassererkundung bei uns. Und dann eben Ausflugsziele, die die Familien auch alleine besuchen können. Das ist das Felsenlabyrinth in der Luisenburg, dann das Goldwaschen in Goldkronach, dann natürlich auch die ganzen Wasserausflugsziele bei uns, die vielen Seen und die vielen Freibäder und natürlich das Naturerlebnisbad. Unsere Ausrichtung ist natürlich auf Wildkräuter ausgerichtet. Dadurch haben wir auch einen Online-Shop gemacht, wo man viele Sachen mit den Wildkräutern kaufen kann, wie zum Beispiel eine Gänseblümchenmarmelade, ist nicht sehr bekannt. Dann machen wir auch unsere kompletten Nudeln selber. Schokonudeln kann man kaufen und ganz viele Kräutersalze und auch Kräuterzucker und sowas.